Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam einen Kartoffel-Bolognese-Auflauf. Viel Spaß! Wir fangen an mit Kartoffeln schälen. Jetzt werden die Kartoffeln klein geschnitten, die Größe ist relativ egal, da wir später eh mussen. Jetzt noch salzen und kochen. In den leeren Topf geben wir etwas Butter mit Muskatnuss, Milch und Pfeffer. Lass das Ganze einmal aufkochen, gib die Kartoffeln dazu und dann wird schon gemust. Das fertige Kartoffelpüree geben wir nun in den Omnia. Auf das eben verstrichene Kartoffelpüree geben wir nun die Bolognese. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese koche, könnt ihr das Rezept nehmen, was ich euch in der Infobox verlinke. Ansonsten findet ihr das Rezept auch in der Beschreibung. Wie bei allem, was aus dem Ofen kommt, darf auch hier der Käse nicht fehlen. Wir backen diese Schönheit nun für eine Stunde. Jetzt wisst ihr, wie ich diese Köstlichkeit bei uns zubereite. Ich danke euch fürs Zuschauen. Für mehr Inspiration schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.